Also dazu sage ich natürlich eher wenig. Irland. Da zum Parlament. Ein Parlament ist ja nur ein Parlament, wenn jeder einzelne Mensch gleichheitlich vertreten wird. Ein Grundprinzip des Parlamentarismus ist die Egalität der Wahl. Bundesverfassungsgericht, ständige Rechtsprechung. Das Stimmgewicht eines Wählers darf von dem Stimmgewicht eines anderen Wählers allenfalls um 33% abweichen. Ja, jeder Wahlkreis ist unterschiedlich groß, also das Stimmgewicht der Wähler ein bisschen unterschiedlich. Wenn 1000 Menschen einen Abgeordneten wählen, ist das Stimmgewicht was anderes, als wenn 2000 ihn wählen. Das liegt auf der Hand. Das Stimmgewicht in der europäischen Wahlen weicht bis zu 1000% ab. Ja, ein Malteser hat ein Stimmgewicht, das 1000% größer ist als das der Deutschen. Aber auch bei Luxemburg. Luxemburger sind 65.000 Menschen, die vertreten werden durch einen Abgeordneten. In Deutschland sind es 850.000. Das ist einfach gegen das demokratische Prinzip. Da ist nichts zu retten. Gar nichts zu retten. Das wird niemals akzeptiert von irgendeinem Gericht, das noch einen Rest demokratischer Begrifflichkeit in sich hat. Deswegen ist es kein Parlament. Davon ganz abgesehen, dass das Europäische Parlament so gut wie nichts zu sagen hat. Es hat kein Initiativrecht, es kann nicht aus eigener Kraft Gesetze hervorbringen, es hat kein Beschlussrecht positiver Art, kann also nicht Gesetze beschließen, es kann gegenwärtig allenfalls in bestimmten, engen, wenigen Fällen Gesetze verhindern, ein Veto einlegen mit Zweidrittelmehrheit, mit absoluter Mehrheit seiner Mitglieder und kann in anderen Fällen eben bewirken durch so ein Veto, dass der Rat einstimmig entscheiden muss. Das ist also eine recht schwache Position. Es hat eine gewisse Position im Haushaltsbereich. Bei den Ausgaben, die nicht gesetzlich geregelt sind, hat das Parlament ein Zustimmungsrecht. Das sind aber fast alles ist gesetzlich festgelegt. Die ganzen Agrarausgaben, das macht ja die Hälfte aus und vieles andere mehr. Also das Parlament ist halt auch von Befugnissen her gar kein Parlament. Es nennt sich nur so und zahlt natürlich Diäten, die so sind. Und das reicht ja eigentlich aus. Das ist ja die Hauptsache. Das lohnt sich schon, wenn man als Pole da im Parlament ist. Dann kann man ein ganzes Dorf ernähren davon. Das sei Ihnen gegönnt. Ja, aber ein Parlament, das demokratisch legitimieren könnte, ist es weder nach der Legitimation noch nach den Befugnissen. Also wer macht denn nun eigentlich das Recht? Es ist rein exekutiv, exekutivistisch. Es sind genau genommen die Bürokraten in Brüssel. Natürlich muss das beschlossen werden, mittelbar oder unmittelbar vom Rat. Das sind auch Regierungsvertreter, das heißt genau genommen Minister. Und natürlich haben die Staats- und Regierungschefs einen leitenden Einfluss, mehr auch nicht. Also die Kommission, also der Beamtenapparat ist sehr stark und der Rat hat auch eine beachtliche Rolle. Wenn aber, das kann man nicht als demokratisch bezeichnen, ne? Also das ist nun mal die Gewaltenteilung was völlig anderes, ne? Dass die Gesetze ausführen, gleichzeitig die Gesetze geben, ist nun mal der schwerste Frevel gegen die Gewaltenteilung und die gesamte Aufklärung nennt so etwas Despotie. Das ist der Begriff der Despotie, dass genau diese Gewaltenteilung zwischen Legislative und Exekutive fehlt. Nicht, seitdem es die Aufklärung gibt und die französische Revolutionserklärung 1789 hat genau das definiert. Ein Staat hat keine Verfassung, wenn die Gewalt nicht geteilt ist. Ja, und also man kann aus der Erfahrung des Missbrauchs der Macht, das erleben wir ja gerade wieder, schlechterdings von dieser Montesquieu'schen Gewaltenteilung nicht abrücken. Ein solches System ist kein Rechtsstaat. Angela Merkel aber, die wird heute viel zitiert wegen der Berliner Erklärung, rühmt die Demokratie und die Rechtsstaatlichkeit in der Europäischen Union. Es ist kaum noch ein Rest von Demokratie vorhanden. Das heißt, sie verwechselt ihre Macht mit Demokratie. Und da sage ich, das ist eben FDJ-Denken. Ja, und das ist nun mal die Avantgarde der Arbeiterklasse, des Proletariats, geführt eben vom Zentralkomitee. Ja, das ist anscheinend bei ihr in Fleisch und Blut übergegangen. Bloß wir verstehen Demokratie schon ein wenig anders. Das sind kaum noch Restbestände von Demokratie, aber auch von Rechtsstaat eben nicht. Keine Gewaltenteilung, kein Rechtsstaat. Es kommt noch hinzu, kein Rechtsschutz. Versuchen Sie sich doch mal beim Europäischen Gerichtshof zu beschweren. Keine Zulässigkeit. Da gibt es keinen Weg für den Bürger, keinen Weg. Ja? Es gibt keine, immer wieder werde ich gefragt, kann ich nicht zum Europäischen Gerichtshof? Nein, es gibt da keinen Weg für den einzelnen Bürger.
Das ist keine Zulässigkeit. Der Europäische Gerichtshof entscheidet nur auf Vorlage von Gerichten oder auf Klage der Kommission oder einer Regierung. Die klagen fast nie. Die Kommission verklagt die Mitgliedstaaten immer wieder. Oder eben ein Gericht hält es für richtig, eine Rechtsfrage klären zu lassen vom Europäischen Gerichtshof, also im Vorabentscheidungsverfahren. Dadurch ist der Gerichtshof sehr mächtig, aber man muss erstmal diesen Prozess führen durch mehrere Instanzen auf nationaler Ebene und hat dann vielleicht die Möglichkeit, dass der Richter sagt, ich lege vor, der Richter. Das macht ihm wahnsinnige Arbeit, so eine Vorlage, also sagt das im Zweifel nicht. Also einen unmittelbaren Weg gibt es nicht. Sie können zum Menschenrechtsgerichtshof gehen, vergeblich. Ich bin ja für Österreich zum Menschenrechtsgerichtshof gezogen im Namen einiger Wiener Persönlichkeiten, unter anderem Professor Bader. Und im Hintergrund stand auch der große Künstler Hundertwasser, um den Beitritt Österreichs anzugreifen wegen der elenden Propaganda vom ORF, weil er kaum ein Wort war. Der Verfassungsgerichtshof hatte das schon abgelehnt, die Klage hier, der österreichische Verfassungsgerichtshof, und der Europäische Gerichtshof hat keinerlei Chance gegeben. Damals waren die Verfahren noch zwingend vertraulich, man durfte nicht öffentlich darüber sprechen. Wenn man gesprochen hätte, wäre das Verfahren sofort abgebrochen worden. Also weiß es Österreich überhaupt nicht, dass es diesen Prozess gegeben hat. Und dann ist der mit dem schäbigsten Argument überhaupt abgelehnt worden, diese Klage, da könnte ja jeder kommen. Wenn jetzt Professor Bader da kommt, quivus ex populo, irgendjemand, jeder Österreicher könnte ja kommen und klagen, also eine unzulässige Popularklage. Als wenn nicht jeder Österreicher betroffen war davon. Jeder Österreicher war verletzt von dieser Propaganda. Ja? Und wenn Österreich abstimmt, ist das wunderbar, wenn sachlich und fair berichtet wird. Aber davon kann keine Rede sein. Also jedenfalls war es in Österreich so nicht, in Deutschland ist es noch viel schlimmer. Nicht? Sie glauben da nicht, dass in ZDF und ARD irgendwie mal irgendetwas Kritisches gesagt wird, was ich, nachdem ich zweimal da war, noch jemals zu Frau Christiansen eingeladen werde, weil da könnten vielleicht ein paar Sätze gesagt werden, mir hat ja nur Gelegenheit für drei Sätze, die vielleicht in der Öffentlichkeit Wirkung haben. Da werden also Leute, die kaum des Wortes mächtig sind, ja, meistens Minister, eingeladen und die nichts zur Sache zu sagen haben. Sie hätten, wenn Sie das letzte Mal gesehen haben, unseren Wirtschaftsminister Gloß mal sehen sollen. Der hat die ganze Zeit nur Angst gehabt, dass er aufgefordert wird, was zu sagen. Ja, das fällt ihm nämlich äußerst schwer, in Wirtschaftsangelegenheiten irgendetwas zu sagen. Er weiß von der europäischen Regelung nichts. Er hat es fertig gebracht, in dieser Sendung zu sagen, wir feiern heute doch eigentlich 50 Jahre Montanunion. Die ist aber seit 2002 beendet. Ja? Und die war 52 begründet. Also, das ist unser Wirtschaftsminister im Augenblick. Ja? Das ist einfach die tolle Auslese der Politiker in Deutschland. Und die werden natürlich gestützt durch die Medien. Weil es ein enges Bündnis, organisiertes Bündnis über entsprechende Gesellschaften gibt, die das verbinden. Und es werden immer die entsprechenden Leute eingeladen, die so ein bisschen kritisch tun, aber nicht wirklich kritisch sein können, weil sie auch zu wenig wissen. Das natürlich immer wieder Cohn-Bendit, ist ja ganz klar, der ist frech genug und der hat natürlich einen Sonderstatus und natürlich auch Lafontaine und andere, der nicht einmal ganz unkritisch ist. Gut, also wir verlieren nicht nur die Demokratie, haben sie verloren. Ich sage in jeder Öffentlichkeit, Deutschland ist keine Demokratie mehr. Das europäisierte Deutschland lebt nicht in einer Demokratie, das kann man einfach nicht mehr sagen. Da sind alle elementaren Prinzipien verletzt und ich bin nicht bereit, den Parteienstaat, die Parteienoligarchie und Medienoligarchie mit Demokratie zu bezeichnen und als solche auszuzeichnen. Wir haben auch den Rechtsstaat verloren, der Sache nach. Und der Grundrechtsschutz, der ist das Wichtigste am Rechtsstaat, ist praktisch verloren.